Das sind schon ganz schöne Nachrichten aus den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Land der begrenzten Unmöglichkeiten, mit P. Diddy's Sexpartys. Das sind Freak-Offs, wird da geschrieben in der New York Post. Dann fragst du dich, auch wenn du ganz gut Englisch sprichst, was zum Teufel ist nun ein Freak-Off? Und ja, dann wird dir das auch erklärt auf dem Internet. Das sind präzise und fast militärisch organisierte Sexpartys, bei denen die Leute so massenweise Drogen kriegen, Amphetamine, Ketamin und das gesamte Programm, um sie willfährig zu machen und auch in diesem Zustand zu belassen. Das Ding ist mittlerweile außer Kontrolle geraten, nämlich für die, die hier ganz gern die Hand drüber halten möchten. Und zieht seine Kreise. Und die nachfolgenden Fotos bedeuten keineswegs, natürlich keineswegs, dass diese Leute, die dort dargestellt werden, sich auf den Party von P. Diddy befunden haben. Das wäre natürlich totaler Blödsinn. Aber nichtsdestotrotz darf man doch fragen, wie dieses System denn so aufgebaut ist und geschichtet ist, dass es zulässt, dass solche Sachen passieren. Denn da ist da P. Diddy in Amerika, da ist da Weinstein in Amerika, da ist da Epstein in Amerika, da ist Dutroux in Europa. Und hier muss jetzt endlich etwas geschehen. Und das kannst nur du anfragen. Nur du kannst sagen, jetzt ist es aber Schluss mit dem Missbrauch von Kindern, mit der Entführung von Kindern und mit all diesen Dingen. Das muss jetzt endlich aufhören.